Ihr wart mit dem Auto unterwegs, zu schnell, es hat Blitz gemacht und einige Zeit später flattert der Anhörungsbogen bei euch zu Hause ein. Und jetzt kommt ihr auf die Idee, weil das Punktekonto vielleicht schon belastet ist, im Anhörungsbogen eine andere Person anzugeben, vielleicht den Opa, der selber gar nicht mehr fährt, dem das völlig egal ist, ob er ein Fahrverbot bekommt oder Punkte bekommt. Und den wollt ihr jetzt eintragen. Und davor kann ich nur warnen, denn ihr macht euch strafbar. Ja, das Ganze nennt sich falsche Verdächtigung und führt zu einer Geldstrafe, vielleicht sogar zu einer Freiheitsstrafe. Ja, und von daher davon die Finger weg. In der Praxis passiert das öfter mal, dass die Bußgeldbehörde auf die Idee kommt, dass derjenige, der da genannt ist, mit demjenigen auf dem Foto nicht übereinstimmt. Dann fragen die beim Passamt nach und sowas kommt sehr schnell raus.